ein Blitzer ist. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined. Einen wunderschönen guten Morgen aus Quebec. Ich bin wieder zurück, gestern Abend wieder angekommen auf meiner Rest-Area. Ja, auch sowas gehört dazu, dass man mal sowas wie eine Linie fährt. Das Schöne ist, wenn man sagen wir mal, diese ganzen Adressen schon vorher hat oder sagen wir mal, den Plan hat, jetzt bis Donnerstag, sagen wir mal, bis morgen früh habe ich alles, hat natürlich auch manchmal den Vorteil, dass man seine Woche ganz planen kann, also Tankstops planen kann, wo man steht und. Hat ja auch was, aber auf Dauer natürlich langweilig. Wa? Immer dieselbe. Aber das passiert ja hier nicht, das ist ja schon mal sicher. Und die Rückladung wird es irgendwo in die US geben. Wo auch immer. Aber zumindest ist das mal was anderes, war eine relativ relaxte Woche so far. Also ich konnte jetzt wirklich nicht sagen, dass es besonders stressig oder nervig war oder wie auch immer. So, ich kann jetzt rein. Das ist hier wirklich mit Appointment. Haben die geändert. Zwischen 15 und 17 soll ich stehen. Und dann werde ich geladen. So sagt man mir. Oh, hier tut er auf die Tür. Die Tür. Naja, das Tor ruft auch schon ein bisschen. Ja, aber ein bisschen hat schlechte Laune heute, der Typ. Naja, sollte eben. Up in the clouds, I can see the whole world now, breathtaking wild. Can't
Stunden schickt das Anzeig euch. Mann, Mann. Dieser Staplerfahrer, der hat doch nicht alle Latten am Zaun, ey. Der ist ja, ey. Also Gefühl, absolute Fehlanzeige. Unglaublich. Der weiß echt nicht, was er tut. Wahnsinn. Wahnsinn, diese Typen. Ich glaube, ein bisschen Oversize hier. Naja, ein bisschen. Wir ziehen das zusammen. Wir müssen vor allem die Schnellfahrer hier. Sonst fällt die Scheiße zusammen. So, mein Kollege, der hat schöne Rahmen, ja. Das gefällt mir. Das ist eine schöne Fuhe. Ich habe 28 Gurte, weil ich 28 Paletten habe. Mein Gott. Ah, oh, ist ui. Du bist natürlich bei 4 Pieces, wenn du 4 Pieces lädst, schneller als wenn du 154 lädst. Ne? Das ist natürlich klar, aber wir kommen heute eh noch an davon ab. Als so ein Hornochse, ey. Der hat ja nun wirklich, also, Mann, Mann, Mann. Von Laden hat er absolut keine Ahnung. Und der hat die Gabel nicht, der hat immer auf den Trailer geschliffen, der schief rinnen und mein Gott, ey. Da tut dir richtig weh, weil man das ja selber auch kann. Und wenn man das dann sieht, dann wird dir schlecht teilweise. Richtig schlecht. Naja, jetzt kommt wieder die Qualitätskontrolle und, ach, jetzt ist die Kamera hinten an. Nein, mal sehen, ich glaube, die hier schon alle. Also der hat, also, ne. Also ich bin ja wirklich ruhig, ein geduldiger Mensch. Ich bin wirklich ein sehr geduldiger Mensch. Ja. Aber wenn denn irgendwann der Punkt kommt, wo ich denn ja nicht mehr einverstanden bin, weil das einfach mal unmöglich ist, dann kommt die Phase, wo ich denen das noch ein bisschen zeige. Denn, ne? Wo ich dann so ein bisschen energisch denen zeige, wo sie denn bitteschön was drüber schieben müssen. Also unglaublich. Nee, dann wäre ich auch schon mal laut. Also dann wäre ich dann, wenn es mir reicht, dann reicht es mir. Das ist so. Der andere, ich hatte jetzt diesmal einen anderen. Der andere, der ist ein älterer, der stellt dir drauf, da hörst du nicht mehr, dass der drauf stellt. Mein Gott, echt, also. Riecht ja nicht auf, kommen wieder runter. Also wieder runterkommen, ich werde strapsen, lasse Qualitätskontrolle. Dann wird umgezogen und dann wird duschen gefahren bei der Amis, tanken und das ist Feierabend. So muss man es sehen und nicht anders. Die Laden habe ich jetzt alle. Jetzt können sie noch ihren Schleiffeueranker starten. Und dann ist mir das, oh ja, ja, rennen das mal rüber hier. Und das staubt hier, ey, das ist unglaublich. Freunde, Römer und Landsleute, sag ich nur. Jetzt fängt es natürlich noch schön an zu hämmern. Hammering down, like we say in England. Hammering down. Nee, aber ich war glücklicherweise fertig. Muss mich jetzt nur umziehen, deswegen ist die Kamera nach vorne gedreht. Jetzt fing er natürlich noch mal zum Schluss schön an zu regnen. Warum auch nicht? Aber nur ist das auch real, weil jetzt fahre ich nur noch Richtung Grenze. Und dann fahre ich duschen. Und dann fahre ich Feierabend. Herzlich willkommen in Vermont. Auf dem Wege nach Connecticut. So, jetzt bin ich aber erstmal gleich bei meinem Truckstop. Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen müde. Passt so eine Dusche natürlich erstmal. Und dann noch ein frisches Käffchen für die restliche Zeit. War dann doch wieder ein bisschen viel Arbeit heute. Aber weil man halt so viel, ich habe fast alle Gurte verbraucht heute,
Zeige heute Abend nochmal die Fuhre, die ich jetzt habe. Wenn ich quasi angekommen bin. Ja, Wetter tauscht immer so ein bisschen. Mal hat man Sonne, dann kommt Regen jetzt mal wieder ein bisschen. Also ein bisschen wechselhaft heute. Aber es ist im Großen und Ganzen sehr warm. So, überholen wir jetzt die Klamotte oder wird jetzt gleich wieder so schnell, dass ich nicht vorbeikomme? So. Ich bin wieder zurück aus dem Schauerraum. Das war notwendig. Bin schon wieder. Ich kann ja auch immer eincremen. Hier sind schon wieder über 30 Grad. In Kanada war es noch nicht so warm. Hier ist es wieder warm. Ich mag diesen Truckstop hier. Ich mag den besonders. Hat auch eine 5er Bewertung. Tanken ist ein bisschen ist nicht komplizierter. Du musst halt nur vorher hingehen. In einigen Bundesstaaten ist es glaube ich auch so. Da musst du erst hingehen, musst du dann deine Karte da abgeben und dann kannst du oder Bescheid sagen, dass du Auto reside. Heute war es so, dass sie gesagt hat, okay, nee. Komm rein, wenn du fertig bist. Ich mach die Säule frei, brauch die Karte nicht da lassen. Also ist je nachdem wie mir drin ist. Nächster Weg mal gleich so versuchen. Soll wohl auch gehen. Aber bis jetzt habe ich es halt noch nicht gesehen, dass es funktioniert. Also. Richtig warm jetzt draußen. Richtig warm. Jetzt habe ich den immer noch hier drin. Nur so egal. Gut, ich gucke gleich noch mal, ob ihr wisst ja, bevor ich losfahre, ob eine Kina was geklaut hat. Oder auch viel gemacht hat. Das ist hier mal Papierkram. Das ist nur für die jene Lieferung hier. Mit dem Schlafsack, der ist immer voll. Dann noch zwei dazu. Also das ist hier bei denen immer total viel. So, ich werde um 6 da sein, so wie es aussieht, so wie am Montag hoch. Also Linienbus fahre ich diese Woche. Haltestelle 6 Uhr, erreiche ich 6 Uhr. Nee, stimmt nicht, Montag war ich um 6.11 Uhr da. Und heute wird es um 6 Uhr sein, also 11 Minuten früher. Ja, und morgen hin, mal sehen. Keine Ahnung, noch nicht. So, und die Gurte, die mache ich natürlich heute Abend alle noch wieder ab, wenn ich da stehe. So ein bisschen Abendarbeit. Danach brauche ich dann wahrscheinlich wieder eine Dusche. Naja, dann muss ich morgen früh wieder nehmen. Aber nachher dürfte es vielleicht nicht mehr so warm sein. Und ich habe dann Zeit, kannst ja in Ruhe machen. So, gucken wir mal. Summary 14 Hour Driving. Oh, ich habe ja nur 6,5 nur noch. Oh, meine On-Duty-Zeit. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. My crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kid, gonna leave it all behind. I think it's time for me to go burn all.
wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen aus Connecticut. Aus einem sehr, sehr warmen Connecticut. Es sind schon wieder 29 Grad, früh um 7:30. Heute werden die 36. Alter Falter. Und ich fahre jetzt immer genau darin, wo es warm ist. Und zwar nach New Jersey. New Jersey fahre ich jetzt nach Lafayette. Da war ich schon mal. Da war ich schon zweimal oder dreimal. Ist das ein Mist hier wieder, wie hier wieder rauskommt, ohne dass ich wieder alle. Ohne dass ich wieder alle hier so ein bisschen belaste. Ah, jetzt haben wir. Alles gut. Ja, ich musste heute mal zwei Areas abladen. Einmal vorne und einmal in the back of the building. So, das heißt, ich musste wieder mit meiner losen Fuhre, weil ich ja schon die Gurte ab hatte, wieder auf der Main Road. Naja. Nee, so schön. Aber das hat heute natürlich ein bisschen länger gedauert. Ich war um 6:45 drin, jetzt haben wir mittlerweile 7:45. Also 7:45 und 7:45. Eine Stunde lang hat es gedauert heute. Nee, so toll. Nee, so toll. Musste eilen lassen gestern, weil nachts um, wann war ich mal kurz wach, so um 2 oder so. Und da waren 30 Grad. Nachts um 2. Alter Falter, er hat sich hier überhaupt nicht abgekühlt. Die Luft ist drückend. Also nur, wenn du schon draußen stehst, schwitzt du. Naja, so ist das halt im August, ne? Im Hochsommer, wie man so schön sagt. Im amerikanischen Hochsommer. To Hartford, da wollen wir hin. Das kennen wir ja nur schon zu Genüge, den Ort. Wenn ich mal noch an Anfangszeit denken, wo ich dann noch versucht habe oder Hartford noch umfahren wollte. Weil man durch die Stadt nicht fahren wollte. Und jetzt mittlerweile ist das so als, naja, Hartford. Normalität. So, hier haben wir zum Beispiel wieder einen Sheriff stehen. An der rechten Seite. Der stand da ein bisschen rum. Das sind diese grauen Autos. Die erkennt man im Prinzip daran, dass die viele kleine Antennen auf dem Dach haben. Das sind ja die sogenannten Zivilen und diese hier vorne ist Windsor Police. Das ist eher sozusagen ein Local Sheriff. Ja, ich fahre jetzt wie gesagt nach Lafayette und hole dort Brückenteile für Nova Scotia mit Wochenende dazwischen. Also sprich, ich lade jetzt noch und dann bringe ich es quasi zurück zum Hof, weil ich heute natürlich nicht mehr schaffe. Klar, weil ich muss nach hoch nach Maine. Und dann wieder an meinen New Brunswick Grenzübergang. Und das schaffe ich heute bei weitem nicht. Weil ich brauche jetzt schon 3 Stunden hin. Was ist jetzt schon wieder gekommen? Close to another? Was ist denn jetzt schon wieder für eine Aufgabe hier? Wunderbar, 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 doppelte Arbeit, naja, es ist, was es ist. Man hilft ja wieder gerne. Fängt zweimal an, zweimal strapsen. Ja, mein Plan ist schon wieder von Arsch heute. Echt von Arsch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen schlecht gelaunt. Naja, jetzt soll ich close to the shipper, soll ich für einen anderen Fahrer einen Trailer nehmen, ich weiß nicht warum, und
soll den laden fahren, soll den wieder zurückbringen, soll meinen Trailer dann nehmen und soll den dann auch noch laden. Und dann soll ich erst losfahren. Super Sache, sollte man meinen. Naja, dann wird das heute natürlich wieder alles ja nicht mit. Dann wird so wieder nichts mit dem Wochenende. Mal ein bisschen früher. Naja, ich ahne zwar schon, worum es geht und es ist okay, aber irgendwie auch wieder nicht. Naja. Weil das dauert immer. Du fährst dann den Trailer hin, dann fährst du laden, dann fährst du wieder zurück und dann kriegst du, wenn du Glück hast, keine Lade mehr heute. Und dann stehst du bis morgen früh und dann bist du Samstag wieder auf dem Hof. Naja. Und dann heißt es wieder Sonntag rausfahren. Nee, diesmal nicht. So, heading to Dexter. Dexter Construction, April River Road, Advocate Harbor, Nova Scotia. Nova Scotia, Advocate Harbor? Yes. Yeah? Awesome. Cool. Yeah, now what you're going to do is, you're going to go straight down this first aisle here. You're going to see it open up on your left. Stay to your right. Stop about halfway down the first aisle. Yeah, like last time. Yeah, just like last time. Yeah. Yep. One question. Normally we are two today. Yeah. But my my colleague, his truck is broken down. So I will load my trailer, go up to bring him, and come with his trailer back. So how long are you loading today? We stop loading at 2:30. Okay, then I will be loaded tomorrow morning, I guess. Alright, I have to see, let me see if there's anywhere we can leave the trailer, because we have other things going on too that we don't want in the way. So let me see what we can do. Alrighty? No, I just, if you load that trailer, then I bring the loaded trailer up to the north. Okay, got you. And then you. And then I come back with the other trailer, what he got behind him. Gotcha, okay. So, yeah, yeah. But, but that will be not before 4 o'clock. Oh, yeah, no. We leave here at 3:30, but we stop loading at 2:30 because we try to prep for the next day. Yeah. So, yeah, then tomorrow morning. Yeah, yeah, we'll be here. We start at 6, so whoever's out in the yard will load you then when we get here. I will be ready at 6. Okay, I go straight away. Come on, just follow him. He's going right where you're going. So, dann wollen wir mal sehen, wie das morgen wieder aussieht. Oder wohin die Reise geht. Oh, hier gucken, was wir hier nie wieder. Was wir sehen hier. Eine Scharnauze wegreißen. So ja, ich werde auf jeden Fall jetzt Richtung Norden fahren. Also die Strecke fahre ich ja sowieso immer, wenn ich Richtung Heimat fahre. Aber da ist ein TA irgendwo. Die gerade außen drehen, die mal neben mir. Muss ja mal vorsichtig fahren. In Lafayette. Oh, ja, ich sag euch, ja, wie ich schwitzt, was man hier alles macht für die lieben Kollegen. Ich meine, ich krieg's zwar bezahlt, aber ihr könnt mich aufregen und sagen, nö, kannst du auch machen. Kannst du sagen, warum soll ich machen? Ich verliere jetzt den Tag und kann man machen. Sie muss es nicht machen. Aber was ist die Option? Ich habe jetzt sein Ace und seine Papiere für die Border fertig. So, man kann sich zurücklehnen erstmal. Es ist immer scheiße, wenn der Truck kaputt geht. Das glaube ich wohl. Das ist nicht schön. Und schon ja nicht, wenn du keine Kupplung hast. Wenn ich keine Kupplung habe, kriege ich ja nicht mehr gestartet. Bei Freightliner muss der Kupplung drehen, wenn du startest. Bei dem Peterbilt, der hat den Peterbilt, da hast du das quasi nicht. Ne? Da hat er quasi immer, wenn er irgendwo steht, an der Ampel oder was auch immer, dann ausmachen und dann mit Gang starten. Und dann rollst du ja wieder an. Ne? Dahinter brauchst du ja nichts. Brauchst du ja keine Kupplung.
Ja, mittlerweile haben wir 34 Grad. Jetzt habe ich gemerkt draußen, die Luft war so heiß. Beim Atmen, das hast du richtig gemerkt. Aber naja, so wird es morgen später Heimkehr, wenn alles gut läuft. Und wenn ich müde bin, dann komme ich halt erst Samstag. Aber auf jeden Fall jetzt nochmal über die Grenze morgen. Wenn ich hier laden sollte, kann natürlich auch sein, dass sie jetzt sagen, ich soll woanders laden. Aber wo? Wenn ich jetzt da um 2 bin und dann noch irgendwo 3 Stunden hinfahren muss, dann kriege ich auch keine Ladung mehr. Die meisten sind bleibt nur dabei, dass ich ja wieder zurückfahren muss. Nur einfach. Also. Schauen wir mal. Steht noch eine alte Confederation-Kanone. Was ist denn hier oben, was das soll? Naja, wer weiß. Ja, so ist das manchmal. Wa? Da denkst du immer an eine Woche, ja, das läuft jetzt, fährst hin. Ich wäre jetzt schön um 12:30 fertig gewesen mit Laden und hätte mich auf den Weg gemacht. Was ist das? Das ist ein Bär. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der rennt da. Ein Bär. Ein Schwarzbär. Na wohl. Ein Bär in New Jersey. Der kam gerade irgendwo vom Haus. Nicht schlecht. Und rannte durchs Feld, ab in den Wald. Ich hätte jetzt als letztes Tier einen Bär erwartet, muss ich mal ganz ehrlich sein. Main oben, da ja, wo ich da mal, wo nichts weiter ist. Da erwarte ich eigentlich immer sowas, aber. Hier in New Jersey? Nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt die Ladung zu dem TA gebracht in Montgomery an der 84 an den TA und habe eigentlich erwartet, dass er in der Werkstatt steht. Aber da steht er da mit dem Trailer und schon abgekoppelt, klar, weil ich soll ja den Lehren übernehmen und ich so, ja, wie jetzt? Was machst du jetzt? Ja, und manchmal ist Kupplung da und manchmal Kupplung nicht da. So, und haben sie entschieden, ja, er fährt jetzt nach Hause. Mit meiner Ladung, die ich gemacht habe. So, da frage ich mich natürlich auch. Wenn sie nicht mal in die Werkstatt fahren, dann hätte auch so ein Kunde fahren können, hätte laden können. Wenn er manchmal Kupplung hat und manchmal nicht, hätte er seine Ladung holen können. Wir hätten beide dann noch Ladung gekriegt heute. Wir hätten beide noch Ladung gekriegt heute. Und wären beide unterwegs gewesen. So. Manche Dinge muss ich nicht verstehen, oder? Manche Dinge krieg ich einfach zu hoch für mich. Manche Dinge sind einfach zu hoch für mich, muss ich sagen, das ist Risiko, nee. Ich habe ihm die Papiere gebracht, ich habe ihm die Ladung gebracht und er fährt jetzt nach Hause. Naja. Ja, das könnt ihr mir ja mal erklären, wie das funktioniert oder warum das so ist. Ich kriege mich jetzt nicht weiter auf, weil es ist ja immer für irgendeinen Grund und ich kriege sie extra jetzt bezahlt. Mein Gott, bin ich halt nicht morgen früh zu Hause, bin ich halt morgen Nacht zu Hause. Das ist halt eh ein Tag. Aber ich verstehe den Sinn nicht. Echt nicht. Wenn ich schon auf dem TA fahre, dann fahre ich ja mit dem Sinn dahin, da war ja eine große Werkstatt, dass ich da was reparieren lasse. So. Und dann komme ich da hin, dann steht er da, ich sage, warst du denn in der Werkstatt da drin? Nö, war er nicht. Wie nicht? Nö, war er nicht. Ich dachte, toll. Nee, manchmal ist die Kupplung da, manchmal ist sie nicht da. Und wir haben jetzt entschieden, nach Hause zu fahren. Ich sage, aber das ist doch schon seit 2-3 Tagen so. Turn left at the traffic light. Turn left. To the east. Bist du sicher?
Q23. Ah ja, okay. So, wunderschönen guten Morgen. Vor 8 bin ich geladen und gesichert. So ein paar Pfeiler habe ich heute nur, oder so ein paar Träger. Vorne ein Kettchen, damit er mir keinen Besuch kriegt in der Kabine. Und dann natürlich jede Menge Gurte, Kantenschoner. Das ist alles, was ich habe. Wenn man jetzt so von innen. Hier sieht man es quasi. So sieht die Ladung aus. Es ist schon wieder warm hier heute Morgen. Ich sage euch, es ist wieder vor 8 und wir haben 26 Grad. Ey. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall Richtung Heimat. Und Papiere muss ich noch abholen. Da habe ich alles schon organisiert, eingeleitet. Und ich mache mich jetzt fertig. Und dann jetzt ab. Zurück nach Kanada ins Wochenende. Es dauert zwar 12 Stunden, aber egal. So, der Tag geht mal wieder zu Ende und ich bin noch in den USA, also ich habe es noch nicht geschafft, werde es heute nicht mehr schaffen bis zur Grenze. Ich werde quasi jetzt gleich Feierabend machen, auf dem letzten Truckstop mehr oder weniger vor der Grenze oder vor den Bergen, wo dann ja nur die Rest Area ist und da will ich aber auch nicht unbedingt stehen, weil das kein Empfang und dann komme ich morgen Abend, morgen früh wieder später weg und das wollen wir ja auch nicht. Also entscheide ich mich jetzt runterzufahren, dann kann ich morgen früh kurz vor 5 weiterfahren und dann bin ich um 9 dann auch da, also spätestens um 10 und dann ist schon okay. Ich brauche erst Montag früh weiterfahren und kann morgen meine Dinge erledigen. War viel los unterwegs, muss ich sagen, sehr viel los. Ich habe, glaube ich, von der 84, wo ich auf die 84 gefahren bin in New York, bis hierher eigentlich, waren ungefähr 5 Unfälle. Überall verlierst du natürlich Zeit. Und ja, das ist dann, frisst natürlich deinen Zeitpuffer, den du hast, um zur Grenze zu kommen, irgendwann auf. Und dann, ich könnte versuchen, würde aber ein Violation kommen um 20 Minuten ungefähr und das muss ich nicht haben. Das muss man auch nicht riskieren, weil es spielt keine Rolle, ob ich nun heute Nacht um 12 im Yard bin oder ich bin morgen früh um 10 da. Autos sind hier, ey, ich weiß nicht, wo die alle hin wollen. Hier ist lieber los. Naja, hier gibt es ja auch ein Restaurant, was nicht schlecht ist. Aber Restaurant brauchen wir bei dem ja, ist 6:30. Ich muss jetzt bloß sehen, dass ich schnell mal stoppe und umschalte.
Duty muss ich mal kurz machen, damit die Zeit mal nutze und nicht und kein Oh, es ist ja hier drüben gesperrt, jetzt kann man da ja nicht mehr so schön rumfahren, wie man früher konnte. Oh, na jetzt ist ja auch nicht mehr schön, jetzt will ich den auch nicht mehr haben hier. PKWs kommen nur durch, aber ansonsten kommt hier nicht mehr durch. Naja, ist egal. Ich muss sowieso eilen lassen, ist zu warm. Die hier oben standen ja nicht so schlecht. Einen wunderschönen guten Morgen aus Maine. Ich bin auf dem Rückweg, habe ja gestern Abend nicht mehr geschafft, das wisst ihr ja, habe ich ja schon gesagt. Und bin jetzt von der Sonne entgegen, es wird ein wunderschöner Tag heute wieder. Wir haben Forecast zu Hause bei 26 Grad heute. In der Nacht sollen so um die 18 Grad sein, also relativ kühlt ja Süd runter auch. Passt eigentlich. Ja, heute ist Samstag, 7. Tag, wo ich unterwegs bin, aber heute werde ich nicht lange unterwegs sein, ungefähr um, ich habe ja noch diese Stunde der Zeitverschiebung, die Stunde, die ich quasi wieder zurückbekomme. Oder die, sagen wir mal, vorspringt, das wird ja eine Grenze sein. Dadurch ist 10, normalerweise wert 9. Aber allen im allen sind es dann 5 Stunden Fahrzeit, aber ist okay. Die Straßen sind in Ordnung hier, wie ihr sehen könnt. Nicht allzu viel los. Ich habe ein paar gerade gesehen, ein paar Pickups. Kamen mit ihren Booten hier angefahren. Weil hier ist ja die Ecke von, ja, wo man direkt an der Küste ist, quasi auf der rechten Seite und links sind so jede Menge gelegen. Und die Küste auch ist. Da fahren halt viele gerne in Urlaub und deswegen war wahrscheinlich gestern wieder Wochenendverkehr und das habe ich dann aber auch reichlich gemerkt. Ne? Natur ist ja hier oben pur. Natur kann man ja immer sich angucken. Da gibt es auch einen schönen Videokanal, den habe ich auch, den gucke ich auch. Das ist, wer jetzt wirklich mal Natur sehen will und mal, oder sagen wir mal so, wer Alaska mag und Natur mag, der sollte sich da durchaus mal angucken, weil den finde ich echt gut, den Kanal. Kommen auch immer regelmäßig Videos raus. Das ist eine Deutsche, die dort lebt mit einem Amerikaner und die leben halt in Alaska. Und ja, ist einfach wunderschön, wenn ihr die Videos da seht, also wer Natur mag, der kann sich das durchaus mal angucken. Einfach mal suchen, wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich es auch mal. Einfach mal angucken oder mal bei YouTube einnehmen, Abenteuer Alaska. Schöner Kanal. Ist sehenswert, echt. Da kann man mal so schöne Eindrücke gewinnen, wie das Leben da so ist, auch im Winter. Ja? Weil der Winter ist ja in Alaska relativ lang. Ich mag ja Alaska und habe mir auch noch zum Ziel gesetzt, da mal hinzukommen, mal zu besuchen. Macht es immer Sinn in zusammen mit dem Yukon und ja, das ist noch mal ein Ziel, so mit dem Wohnmobil da mal hin zu cruisen. Das will ich schon mal schaffen. Ist zwar relativ weit zu fahren, aber was sind schon Meilen, ne? Was sind schon Kilometer, kann man durchaus mal machen. Nee, also wenn ihr aber wirklich Natur sehen wollt,
schöne Naturparks und so weiter und so fort, dann schaut da mal vorbei. Ja, für mich jetzt auch ins Wochenende und damit eigentlich auch zum Ende wieder. Das Video war eine Menge Backroads diese Woche und war eine Menge, sagen wir mal, ja, nicht so, sagen wir mal, spannende Ladung. Aber ich habe natürlich ein bisschen was versucht zu zeigen, auch in den Backroads, sodass ihr ein bisschen New Jersey seht. Oh, ist hier, sieht ja nicht mehr. Ich mag ja den Herbst auch, die wechselnden Farben. Hoffe, gibt es auch schöne Videos von dann. Und ansonsten wieder ein Dankeschön an alle, die dazugekommen sind. Und an die Likes natürlich und an die Kommentare. Seht es mir nach, wenn es mal 2 Tage dauert, ich da so einen Kommentar mal beantworte. Das liegt immer daran, ob ich dann abends müde bin oder sagen wir mal, ob der Tag stressig war oder nicht. Das kommt immer ganz normal an. Aber ich versuche es immer so schnell wie möglich zu machen. Ja. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche oder eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen, bleibt gerade und wie immer, macht es gut. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes.